Wenn ich das Auge zumache, sehe ich so alles schon Ufer. Ich sehe euch jetzt schon, die Kamera verschwommen und den Spiegel auch schon. Mir fällt es oft echt schwer, irgendwie aufzuhören, mich anzupudern, weil die Pinsel sind alle so weich. Oh, oh mein Gott, lol, es schneit! Hä, wie ist denn das jetzt passiert? Willkommen in Ilias Welt. Wie geht's euch denn so in der Corona-Zeit, also in den Ferien? Also bei mir ist es so, wenn ich meine Hausübungen schnell erledigt habe, was dann eh eigentlich schnell passiert, wenn ich mir nicht zu viel Zeit lasse und zu faul bin und zu lang esse, egal, dann könnte ich ja mich ein bisschen teachen, also lehren im Schminken. Also ich habe mir das alles ein bisschen genauer angeschaut. Ich muss mich ja nicht viel schminken, zum Glück. Da bin ich eigentlich eh recht froh, weil ich sehe immer so viele Videos, wo die sich so stundenlang schminken, bevor sie aufstehen. Darauf habe ich ehrlich gesagt keine Lust. Ich nutze jede Zeit, wo ich schlafen kann. Auf jeden Fall habe ich mir das ein bisschen angeschaut und bin jetzt schon ein bisschen besser geworden. Also davor ist das ja nicht viel Veränderung. Auf jeden Fall wollte ich halt einfach mal meine Schminkroutine zeigen mit den Produkten, die ich verwende und sowas. Und ich sage gleich dazu, die Produkte, die ich euch zeigen werde, habe ich alle selber gekauft. Also das ist keine Werbung, keine Platzierung. Alles selbst gekauft. Und bevor ich es vergesse, hier hinter uns, also hinter mir, seht ihr einen Pulli aus unserem Shop. Das ist unser Osterdesign. Das gibt es nur noch bis Ostern und dann nie wieder. Also ich finde das, ich sag's eh jedes Mal, ich finde es einfach so wunderschön. Es ist richtig cool geworden. Also falls ihr so eine Limited Edition gerne haben wollt, bestellt sie euch. Sie gibt es in unserem Shop. Nur noch bis Ostern, dann nie wieder. Gut, jetzt legen wir aber los. Als erstes zeige ich euch mal meinen Schminktisch. Der ist übrigens von Ikea, selbst gekauft. Keine Platzierung. Also hier habe ich hier meine Sachen stehen, die Produkte, die ich halt eben zum Schminken täglich verwende. Die ich jetzt nicht so oft verwende, aber hier seht ihr eh, hier, das ist für meine Augenbrauen und das ist vom Zahnarzt. Das ist ein bisschen Chaos hier, eine Wimpernzange. Das sind einfach nur alte Produkte noch, die ich mal verwendet habe und die ich halt eben noch nicht weggeben will, weil man sie ja noch verwenden kann. Und hier habe ich einfach noch eine Lade, da ist auch noch viel Zeugs drin. Also hier sind Masken drin, Abschminktücher, Feuchttücher. Ich erkläre euch dann noch, warum ich die da drin habe. Und ein Mini-Glätteisen, obwohl ich eigentlich eh das große habe. Egal, bei mir ist es so, ich habe lieber zu viel als zu wenig. Ich bin ein Matschi. Too much. Versteht ihr? Kommen wir nun zu Punkt Nummer 1 und zwar Hände waschen. Hier habe ich, jetzt kommen die Feuchttücher nämlich ins Spiel. Und zwar, es ist immer wichtig, beim Schminken saubere Hände zu haben, besonders bei mir, weil ich habe Kontaktlinsen. Man sollte niemals mit dreckigen Fingern die Linsen in die Augen geben. Also ich beginne jetzt mal mit Hände waschen. Dann nehme ich mir ein Tuch raus und wasche einfach mal gründlich die Finger, die ich zum Linsen reingebe, verwende. Man kann das natürlich auch am Waschbecken machen, aber habe ich ja sowieso schon gemacht. Aber hier kann man das nochmal die letzten paar Staubkörnchen auf deinen Fingerchen runtergeben. Gut, dann schmeißen wir das Ganze weg. Hier, toller Mistkübel. Braucht ihr nicht sehen. Dann brauchen wir ein Taschentuch, um unsere Hände abzutrocknen. Ja, die verfalten sich immer so. Das finde ich urlustig. So. Die müssen ganz trocken sein. Okay, und jetzt kommt meine wunderschöne Box ins Spiel. Und zwar, hier sind meine heiligen... Okay, das geht da nicht rein. Da sind meine heiligen Linsen drin. Ohne denen sehe ich nämlich nie was bei den Drehen. Weil Brille spiegelt sich alles. Das ist blöd. Deswegen gehen wir die mal runter jetzt. Und die Haare hinters Ohr. Sehe ich aus wie so ein Weihnachtsbild. Ah. Okay, habe ich mir die schon? Ich habe mir die alle schon im Vorhinein beschriftet mit links und rechts. Falls du dich jetzt fragst, warum links und rechts, ich habe rechts ein bisschen stärker und links ein bisschen weniger Dioptrien. Leider, das ist echt verwirrend. Ich habe da nämlich 3, irgendwas und hier habe ich 2,50. Also, wenn ich das Auge zumache, sehe ich so alles schon Ufer. Ich sehe euch jetzt schon die Kamera verschwommen und den Spiegel auch schon. Mit links sehe ich den Spiegel noch so scharf eigentlich und euch sehe ich so halbwegs verschwommen. Also es ist ziemlich verwirrend. Dann machen wir die jetzt mal ganz toll auf, wie so Dosenfleisch. Hier seht ihr das Blaue, das kleine unsichtbare blaue Ding. Das ist meine tolle Linse, die jetzt in mein Auge kommt. Jetzt lege ich mir die auf den Zeigefinger und jetzt nehme ich Mittelfinger und Zeigefinger oder halt eben nur Zeigefinger. Mache ich das obere runter, mit dem Mittelfinger das untere und jetzt reinsetzen. Jetzt schaue ich noch kurz so überall hin, rauf, runter, rechts, links und dann zu. Seht ihr das? Da ist eine Träne runtergegangen. Jetzt muss ich mir das hier vorsichtig abtrocknen und boom, oh mein Gott, ich sehe euch jetzt da scharf und da unscharf. Oh, total verwirrend. Das war dasselbe jetzt auf der linken Seite. Machen wir wieder das Dosenfleisch auf.
nehmen wir unseren kleinen Freund hinaus. Den sieht man fast gar nicht. Jetzt seht ihr ihn. Seht ihr das? Unseren Mittelfinger und setzen das rein. Und dann hier überall schauen. Blumen, Blumen, wie so ein Fisch. Und dann zu. Wow, da ist jetzt nichts rausgekommen. Kein Wasser. Ich kann was sehen. Das ist im ersten Moment ein bisschen verwirrend. Aber es geht. Grundsätzlich habe ich eine sehr trockene Haut. Und das ist immer sehr blöd mit dem Schminken, weil dann sieht man das noch mehr irgendwie. Und deswegen verwende ich immer zuerst eine Feuchtigkeitscreme oder eben eine Tagescreme. Ich habe hier die von El Verde. Mag ich sehr gerne. Dann gebe ich nur ein bisschen was auf meinen Finger. So. Dann gebe ich das auf den anderen Finger und auf die drei auch noch. Das ist jetzt schon ganz praktisch, weil wir haben jetzt schon die Hände gewaschen. Und lass die ein bisschen warm werden, weil die ist immer schön kühl. Dann das Gesicht, dann ist das immer so ein Schock. Da kriege ich am ganzen Körper Gänsehaut, das mag ich überhaupt nicht. Und dann verteile ich die von der Nase aus in meinem Gesicht. Mhm. Besonders bei der Nase bin ich sehr trocken und da auf der Seite. So. Ja, noch ein bisschen. Und jetzt habe ich noch, ist zwar ein bisschen unnötig, aber ich mache es trotzdem immer wegen meiner trockenen Haut, mache ich dann noch von, ich kann es nicht aussprechen, Mario irgendwas auf jeden Fall von unserem Visco-Video von Paris, könnt ihr euch gerne anschauen auch noch, haben wir die gehabt. Die sprühe ich mir noch ins Gesicht, einfach wegen der Trockenheit. Puh! Und im Sommer ist es auch besonders erfrischend. Okay? Ja. Fertig! Das war meine Schminkroutine. Was sagt ihr? Okay, nein, Spaß. Jetzt kommen wir zum Teil, wo wir uns schminken. Gut, als erstes verwende ich ein ganz normales Puder. Ich habe hier eins von Maybelline. Keine Ahnung, das hat meinen Farbton gehabt. Weil viele Puder waren entweder viel zu hell oder viel zu dunkel. Ich habe eine sehr helle Haut. Das ist eben so ein Ding. Und dann nehme ich einen ganz normalen Pinsel, einen Puderpinsel einfach. Und jetzt gehe ich einfach mal über mein Gesicht drüber. Ich verwende kein Concealer oder sowas, weil meine Haut so und so schon so trocken ist. Und man sieht das einfach richtig bei den Augenringen. Und ich habe irgendwie kein Talent dazu, dass das irgendwie gut zu verteilen ist. Mir fällt es oft echt schwer, irgendwie aufzuhören, mich anzupudern, weil die Pinsel sind alle so weich. Das ist so schön. Aber wir müssen weitermachen. So, das war's dann mal mit dem Puderpinsel. Aber der kommt bestimmt nochmal. Jetzt nehmt ihr ein Wattepad. Also ich nehme ein Wattepad und gehe vorsichtig ins Puder rein und decke meine Augenringe ein bisschen ab. Eben, weil ich keinen Concealer verwende, weil das... Wie? Was ist das jetzt hier? Ist weg. Ja, und wenn ich irgendwie noch einen Kratzer habe oder so einen nervigen Pickel, dann gebe ich ein bisschen Abdeckstift und dann ganz, ganz wenig Puder noch so drüber. Halt eben nur so ganz dezent, dass man es nicht so sehr sieht. Aber ja. Kommen wir nun zum nächsten. Und zwar nehme ich jetzt ganz, ganz wenig ein bisschen Bronzer. Den habe ich von Kiko, der ist aber schon, den habe ich schon lang, aber ich liebe ihn so sehr, weil er riecht so gut. Ich bin auch so verliebt in den, weil er so gut riecht. Aber ja, mit dem gehe ich jetzt nicht irgendwie an die Backen oder so, sondern nur ganz vorsichtig nochmal mit meinem wunderbaren Puderpinsel über mein Gesicht. Boah, das riecht aber so gut nach Vanille oder so, da kriegt man direkt Hunger. Da freue ich mich dann schon immer aufs Frühstück in der Früh. Also nur so ein bisschen gehe ich drüber, weil ich habe dann schon eine sehr helle Haut. Und das Ganze nur nicht aussehen zu lassen wie ein Gespenst. So könnte ich eigentlich zu Halloween dann gehen, nur mit so ganz weißem Puder im Gesicht. Weiter gehen wir zum Highlighter und zwar habe ich den von Essence. Der war im Essence Adventkalender dieses Jahr. Den mag ich sehr gerne. Für alle, die den Adventkalender hatten. Jetzt habt ihr es auch. Und dazu habe ich so einen urschönen Pinsel und zwar gehört der eigentlich der Arwen, aber sie verwendet ihn nie, deswegen habe ich ihn genommen und das passt ziemlich gut, weil der glitzert auch so schön. Seht ihr das? Und der Highlighter auch. Deswegen kann ich mir das gut merken, dass das der Highlighter-Pinsel ist. Ich muss wirklich aufpassen, weil wenn ich mit dem Pinsel irgendwie was versuche zu korrigieren, dann glitzere ich auf einmal. Auf jeden Fall gehe ich ein bisschen in den Highlighter rein und tue das auf meine Nasenspitze. Seht ihr das? Und dann hier so runter ein bisschen. So von hier so runter und dann ein bisschen auf der Nasenspitze. Schaut, dass es nicht zu viel ist. Dann hier auf der Seite. So ganz wenig nur und auf der anderen Seite dasselbe. Und dann nur so ganz, ganz wenig, fast gar nichts drauf. So einmal sowas runter auf da, auf der, von der Stirn so runter und am Kinn ein bisschen. Und das war es auch schon mit dem Highlighter. Obwohl ich ihn gerne mehr verwenden würde, aber
sieht dann sonst komisch aus. Sonst sehe ich aus wie so ein Disco-Kugel und ich komme von so einer Party, als wäre ich ja, keine Ahnung was, von einem anderen Planeten, so ein Alien, so ein ganz Holo. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das war's leider mit dem Highlighter. Weiter gehen wir zu meinem Lidschatten. Und zwar verwende ich da jetzt nicht irgendeinen Lidschatten, sondern einfach nur Blush, weil das ist rosa und rosa ist ja sowieso meine Lieblingsfarbe. Ein ganz normaler Pinsel, Lidschattenpinsel. Da geht man vorsichtig rein, nicht viel, weil man soll auch gar nicht zu viel haben. Und jetzt nur vorsichtig auf dem Augenlid so ein bisschen rüber. Dass es so rosé ist, versteht ihr? Nicht zu viel. Aber ihr müsst wirklich schauen, also nicht müsst, aber ihr solltet schauen, dass es hier, weil wenn man das Auge aufmacht, ist hier oben, wo die Wimpern so beginnen zu wachsen, oft kein Lidschatten. Da müsst ihr eben gucken, dass ihr da auch was habt. Okay, und jetzt machen wir dasselbe auf dem anderen Auge. Da bin ich ein wenig untalentierter, weil irgendwie, keine Ahnung, das Auge geht viel weniger auf als das. Seht ihr das? Das geht so riesig auf und das nur so mini. Jetzt kommt nochmal der tolle Highlighter ins Spiel. Und zwar, damit meine Augen ein bisschen glitzern, was ich sehr gerne mag, nehme ich nochmal ein bisschen Highlighter nur so und gebe es nur so vorsichtig drüber, dass es so ein bisschen glitzert. Seht ihr das? Warte, ich mach nochmal. Seht ihr das? Glitzern ist zwar ein bisschen übertrieben, aber schimmern. Was ich auch noch manchmal mache, was sehr schön aussieht, ist zwar mit dem Highlighter so ein bisschen in dieses Augeneck hier gehen. Warte, ich mach's jetzt einfach, weil es sieht wirklich auch noch süß aus. Zwar hier ins Augeneck so ein bisschen noch so Highlighter zu geben. Und dann halt nochmal korrigieren. Macht das mit dem kleinen Finger. Oder mit einem Pinsel, wo ihr halt geschickter seid. Bei mir ist es der Finger. Und dann geht ihr aber nochmal mit eurem Korrigierpinsel so ein bisschen korrigieren hier. Ja, aber ich finde das süß, dass es sich so ein bisschen verteilt. Oh, oh mein Gott, lol, es schneit. Hä, wie ist denn das jetzt passiert? If you wanna build a snowman. April, April, der macht, was er will. Heute ist ja der 1. April. Und mein April-Scherz an euch ist, ich habe gar keinen. Jetzt gehe ich noch ganz vorsichtig, also kommt drauf an, ob ihr eher hellere Haare habt und dementsprechend auch Augenbrauen. Ich habe sehr helle Augenbrauen. Ja, muss ich die so ganz leicht nur so ein bisschen nachzeichnen. Ganz leicht, wirklich nicht viel, irgendwie so extra Form oder sowas. Nur so ein bisschen und dann frisieren. Die wachsen ja bei mir sowieso, wie sie wollen und ich frisiere die immer nur nach. Auf jeden Fall kommen wir nun zu meinem Lieblingsteil und zwar den Wimpern. Ich liebe die Wimpern. Und zwar verwende ich hier eine ganz tolle Wimpernzange. Und zwar geht jetzt einfach mal ganz nach hinten zu den Wimpern und warte, oh, zwickt die einfach mal. Und halt wegen den Linsen schaut irgendwie rauf oder so. Dann macht euer Auge zu. Okay. Die sind schön. Schön geschwungen jetzt. Schaut mal, so haben die Wimpern davor ausgesehen. So wirklich flach einfach nur. Und jetzt sind sie urschön geschwungen. Okay, dasselbe machen wir jetzt noch auf der anderen Seite. Okay. Ja. Da muss man da halt aber nochmal ein bisschen nachbiegen. Ja, passt jetzt. So, sind die schön geschwungen. Jetzt greifen wir zu Wimperntusche. Und zwar bin ich ein bisschen ratlos immer, weil ich habe hier verschiedene. Aber ich glaube, die ist... Nee. Ich nehme die jetzt. Keine Ahnung. Das war im Adventkalender drinnen. Und die tragen wir jetzt einfach ganz normal auf. Und zwar so ein bisschen... Ich mache immer so, ich setze das da hin und dann mache ich die Augen zu. Also ich finde schon, man sieht einen Unterschied von den Wimpern her. Halt eben auch, weil ich so helle Wimpern habe. Auf jeden Fall machen wir jetzt dasselbe noch auf der anderen Seite. Natürlich, weil wir haben zwei Augen. Lustig, lustig. Irgendwie bin ich wie so ein Tiger. So, jetzt sind wir schon fast fertig. Jetzt kommen nur noch die Lippen. Und zwar mache ich davor immer nur ein bisschen Lipgloss, Lippenpflege drauf. Die hat ein bisschen Farbe sogar. Einfach nur, damit eure Lippen nicht zu trocken sind. Könnt ihr auch am Anfang machen. Habe ich jetzt vergessen. So, und dann verwende ich statt irgendeinem Lippenstift oder irgendwie sowas einfach nur Lipgloss, weil das ist das Beste.
Tada. Das ist es nun. Mein Endergebnis. Also ich bin eigentlich ziemlich zufrieden heute. Was mich nur ein bisschen aufregt, was manchmal passiert, bestimmt bei euch auch, ist, dass die eine Wimper viel schöner aussieht als die andere. Die ist nämlich so schön in so Grüppchen und die ist einfach nur, keine Ahnung was, auseinander. Egal, so genau schaut man ja eh nicht auf die Wimpern. Auf jeden Fall finde ich eigentlich, dass es ganz gut geworden ist. Jetzt am Ende mache ich nur so ein Fixering-Puder drauf. Das fixiert das ganze Make-up. Wieder mit meinem Lieblingspinsel. Aber ihr müsst schauen, dass die Wimperntusche getrocknet ist, bevor ihr da unabsichtlich drüber geht. Dann mache ich noch meine Haare auf und frisiere sie kurz einmal durch. Weil für mich sind frisierte Haare alles. So. Let's see. Okay, so das ist mein Endergebnis jetzt. Ich bin eigentlich ziemlich zufrieden. Ich wollte nur noch sagen, die meisten Produkte, die ich verwende, sind auf sehr natürlicher Basis. Darauf schaue ich auch sehr, weil damit es der Haut nicht so schädlich kommt und so. Und wenn ihr Sachen geschenkt bekommt, kauft oder von euren Eltern ausborgt, schaut, was da für Sachen drin sind. Schaut, dass es eher von natürlichen Marken und sowas sind. Ja, das ist ganz wichtig. Dann bleibt eure Haut doch schön clean und weich. Ja? Was machst du denn da? Mich schminken. Das ist mein Pinsel. Ja, aber du verwendest ihn nicht und außerdem schminkst du dich hier noch gar nicht. Ja, warte. 1, 2, 3. Das sind deine Pinsel. Aber du schminkst dich ja noch gar nicht. Also, habe ich sie mir genommen. Kannst du mich auch mal als Ilia schminken? Du willst dich auch mal so schminken wie ich? Gefällt dir das denn überhaupt? Ich weiß nicht. Ja, okay, gut, überwältigt. Gut, setz dich hin. Musst du zuerst mal deine... Nein, schmink dich der Spiegel oder schmink ich dich? Das ist die... Ich bin. Nein, ich bin. Okay, gut. Jetzt erstmal musst du deine Haare nach hinten geben. So, okay. Ja, ja, ich sehe schon, was ich machen muss. Das ist ganz gut. Okay. Also zuerst mal hier die Creme, damit deine Haut nicht so trocken wird. Also ich schmink die Arme jetzt noch fertig und das Endergebnis, wie sie dann aussieht, könnt ihr gerne auf Instagram und auf der Community nachschauen. Auf und zu. Wir sehen uns bald wieder. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Wir sehen uns gleich auf Instagram. Auf Instagram.